Hey Leute, willkommen zurück zu VR Worlds. Wir spielen eine weitere Folge und zwar London Heist, habe ich ja letztes Mal gesagt, als ihr das vielleicht mit dem Hai gesehen habt. Das hier ist nämlich mit der Eistüte zu spielen oder mit beiden Eistüten. Den Controller werde ich dazu nicht brauchen. Steig in die kriminelle Londoner Unterwelt ein und erlebe einen düsteren Gangster-Thriller. Wird mit zwei Motion-Controllern oder einem Wireless-Controller gespielt. Ich werde es mit den Eistüten spielen und zwar habe ich die vor mir liegen. Ich hoffe, ich finde sie gleich. Da habe ich sie. Einen muss ich leider aufladen, der ist ein bisschen leer. Beim Motion Controller. So, dann in dem Controller. So, drücke eine Taste am Controller in deiner linken Hand. Habe ich. Alte T und bewege dich mit dem Controller durch die Menüs. Okay. Tutorial Story, was ist T? Ich mach mal das Tutorial. Mache ich jetzt, oder? Sieht danach aus, oder? Das Start halten, um dich in der Spielwelt neu zu zentrieren. Start ist wo? Nicht so schnell. Objekt aufheben, die T-Taste halten und zum Spielen X drücken. Zum Schießen die L-Taste. Okay. Alles klar. Nachladen muss ich einfach nur was unten dran legen. Ja, okay. Kriegen wir hin. Ich muss mal das Kabel rausziehen, auch wenn es ein bisschen leer ist. So. Oh, da ist das Mikro. Das ist ein bisschen schlecht. Lass die Dose in das Tablett fallen. Kann das. Zieh die Schublade auf. Boah. Nein. Nimm die Knarre. Nimm die Knarre. Ja. Ab. Ah, geil. Lass die Waffe auf das Tablett fallen. Dö, dö, dö. Hey. Hä? Ja, und jetzt? Ach, in das Tablett. Hoppala. Nein, gib die wieder her. Da ist sie. So. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht nochmal schießen. Cool, also ich kann Sachen aufheben. Das ist schon mal T gedrückt halten. Ah. Ich war eigentlich nur. So. Ja. Beim Motion Controller. So, sehr schön. Muss ich das heute nochmal machen? Sorry. Mikey ist Schießstand. Okay. Prolog. Gangster oder Komplize? Wir machen Gangster. Well. Neuzentrierung, Start halten. Ich weiß nicht mal, wo der Startknopf sein soll. Ach da. Ah, okay, ich hab's schon. So, spielen X drücken. Jetzt ist es irgendwie näher rangezoomt. Mit den Startknöpfen ist ein bisschen doof. Sind an der Seite. Unterschlupf in East London. 6.32 Uhr. Da heißt es, glaube ich, auch so eine Nachmache von ETA. Well. Oh nein, das will ich nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich wollte nicht sharen, ich wollte euch Start drücken. Egal. Nein, fortsetzen, komm. Nur ein bisschen lauter. Oh. Frank. Ja, ja. Wir haben ein Problem. Okay. Wir haben anscheinend einen Dieb an Bord. Serena ist verschwunden. Dieser miese Penner hat uns betrogen. Der hat uns ganz schön verarscht. Nein, nein, Frank. Ich weiß nicht, wo sie ist. Aber keine Sorge. Ich kenne jemanden, der es weiß. Hä? Ja. Du verstehst, ja? Ja. Okay. Okay, Frank. Dachtest, du hättest eine Chance, was? Ja? Oh!
Ich würde nämlich sagen, sie sind ziemlich mies, oder was meinst du? Komm her! Der Plan war simpel. Geh leise rein, hol Serena und bring sie zu Frank. Aber nein, du musstest ja eine Verschwindenummer abziehen. Was bist du? Eine Art verschissener Zauberer? Oh ja. Weißt du was? Hallo. Ich würde dir auch gern einen kleinen Zaubertrick zeigen. Kannst du machen, dass Luft glaub, stinkt? Ich glaube, mir wird ihm richtig gut gefallen. Ja. Hey. Tada! Nein, gib mal... Okay, ich habe nur eine Frage an dich. Wo verfickt ist sie? Nimm die Knarre weg. Alles klar, das ist cool. The London heißt. The Bird and the Butcher. Ich find's cool. Wenn ich meine Hände sehen kann, ist das immer nett. Geht nicht. Ist das Koks? Privatmeeting. Die Tür bleibt zu. Ey. Ah, wie gut ist das denn? French Tony ist tot. Ach. Muss den gehen lassen. Er hat mit den Rossen geredet. Dieser verdammte Viktor Koslow und sein verfluchtes Russengeld. Naja. Immer dieses Russengeld, ne? Meiner, der wusste, wie es läuft. Er sagte immer, man verdient kein Geld aus einer Zelle oder einem Sarg. Recht hatte er. Ja. Man hört. Wow. Kann ich mich selber hören? Hat sich eben so angehört. Keine Ahnung. Die erschießen sich alle gegenseitig. Die töten Leute wegen nichts. Selbst ein korrupter Bulle merkt das. Die bringen uns alle in den Knast. Wie man einen Mann wie Koslow klein kriegt. Das Mikrofon reagiert. Man macht ihn zum Narren. Das ist so gut, Leute. Mach das. Und er wird so lautstark auf dich losgehen, dass ihn seine eigenen Leute töten, wenn es die Polizei nicht macht. Und deswegen werden wir uns heute das beschaffen, was ihm am meisten bedeutet. Ach, was denn? Seinen geliebten Diamanten, Serena. Das wirst du brauchen. Ach. Mobiltelefon. Ist sauber. Schmeiß es danach weg. Ohrhörer. Gib mal her. Dann hast du die Hände frei. Ach. Geld. Für den Job. Nicht die Pferde. Oh, jetzt hab ich mich so gefreut. Ich hab dafür gesorgt, dass der Alarm aus ist. Alles, was du tun musst, ist reingehen, den Diamanten holen und wieder rausgehen. Einfach. Ich wollte noch über was anderes mit dir reden. Ich habe eine SMS gekriegt. Was Geschäftliches. Nerv mich jetzt nicht. Also, es steht viel auf dem Spiel. Vor allem für dich, persönlich. Oh. Ich kenne dich. Ja. Ja. Wow. Na gut, wer hat Lust auf eine Russenparty? Habe ich nicht gesagt, dass niemand hoch darf hier? Bin ich niemand, oder Frank? Ich hab die Ausweise, die du wolltest. Dave Sloan hat sie gemacht, an seinem Computer. Danke, Mickey. Also, na, wir sind echt der absolute Hammer. Wir reden? Okay, worüber reden wir? Bist du die Polizei? Das geht dich einen Scheißdreck an. Jetzt geh und hol den Van. Okay, Frank.
Ich will meine Zigarre wieder haben. Wie ich sagte, ich kenne dich seit deiner Kindheit. Du gehörst zur Familie, seit wir dich aufgenommen haben. Und das bist du für mich. Familie. Okay. Ich will etwas kürzer treten. Genießen, was wir über die Jahre aufgebaut haben. Ja, das sehe ich auch so. Hier, gib mal Feuer. Bitte schön. Ich liebe Mickey, aber er kann kaum alleine scheißen, geschweige denn den Laden führen. Ich komm da nicht ran. Also hast du das Zeug dazu. Ja klar. Wenn es dann soweit ist, dieses kleine Königreich vor Leuten wie Koslow zu beschützen. Aber du musst es dir verdienen. Weißt du, was das ist? Ein Heft? Das ist das gesamte Geschäft. Gefangen zwischen den Seiten eines kleinen schwarzen Buchs. Zieh das heute durch. Das gehört dir. Ich hab mich selbst husten. Hau ab. Hau du doch ab. Oh, es ist mir runtergefallen. Scheiße. Ich finde das so gut, Leute. Es macht so einen Spaß, hier alles zu nehmen und rumzu. Und Unterschlupf in East London 639. Das macht voll Spaß, obwohl es sinnlos ist. Aber ich sitze... Wow. Ich habe irgendwas runtergeworfen. Ich sitze wahrscheinlich auch zu nah dran. Oder zu weit weg. Das weiß ich nicht. Warte mal, pass mal auf. So, neu eingerichtet. Ah, jetzt? Nee, ich kann auch nicht weiter vorgreifen. Komm, das geht. Ich kann es wegpusten, weil hier das Mikro an der Brille ist. Arsch! Guck nicht so. Was willst du von mir? Du hast echt Nerven, mich so anzustarren. Sprich mit der Hand. Du gehst nirgendwo hin. Wow. Ich bin Pantomime, guck mal. Ey. Zeig dir gerade meine Pantomime-Tricks. Und das Spiel heißt, wo ist Serena? Du hast bestimmt gedacht, du wärst jetzt über alle Berge, hä? Au. Und wir fragen uns alle, ob du weißt, wo sie ist. Da, darf ich das Ding mal haben, bitte? Nein! Holst du aus dir, du mieses Stück Scheiße! Und es ist mir scheißegal, was Frank von dir hält. Ich trau dir nicht. Und weißt du warum? Weil es genau zwei Leute gibt, die Serena hätten mitnehmen können. Du oder ich. Und scheiße, ich war's nicht. Und du sagst mir jetzt... Verdammte Scheiße! Frank! Ein Glückstag. Er will mit dir reden. Hallo. Okay. Wir haben da wohl ein kleines Problem. Vergiss Mickey für eine Minute. Erklär mir einfach in deinen eigenen Worten, wie gut das ist, was genau passiert ist. Also, zuerst war da die Frau. Was? Ich kann es dir gar nicht erklären. Viktor Koslows Büro. Das ist so gut, ich habe das Telefon links und rechts bewegt und ich habe den Sound links und rechts. Ich hoffe, ihr hört das auch, wenn es fertig ist, das Video. Oh. Okay, ich bin in Position auf dem Dach. Ich sehe dich. Ich habe mich Schlüssel. Finde den scheiß Diamanten. Frank hat den Alarm geregelt. Ich sag Bescheid, wenn jemand kommt. Ich kann nicht so weit vor, das ist kacke. Frank sagt, er ist in Koslows Schreibtisch versteckt. Check die Schubladen. Mal sehen, was du findest. Ich muss mal ganz kurz. Ah, das geht nicht. Ich kann es nicht. Muss ein bisschen weiter weggehen. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Es reicht nicht ganz. Nein. Ah, jetzt. Oh. Der Code muss irgendwo versteckt sein. Such weiter. Ja, wo denn? Die Wache kommt. Deckung. Habe ich immer eine Knarre? Ich will schießen. Okay, das Büro ist sauber. Das Büro ist sauber. Alles klar, kann ich mal weitersuchen.
Aha. Okay, die. Er hat dich nicht gesehen. Was treibst du denn da unten? Denk an den Plan. Wo ist Serena und ab nach Hause? Oh. Hier liegt überall Zeug. Beeil dich mal. Ich friere mir hier den Arsch ab. Ja, was soll ich denn machen? Das Ding geht nicht auf. Ich brauch den Code. Jetzt geh doch mal da ran. Ich komm nicht ran. So, nochmal neu. Das Büro ist sauber. Da ist nur. Oh. Da ist nur Munition drin. Was ist das denn für ein Ding? Weiß ich nicht. Ich sehe nichts. Kann ich das irgendwie aufschießen? Weißt du, ist klar, als ob keiner hört, dass ich hier rumballere. Wo ist der Code? Hey, du! Mach das Ding jetzt auf. Oh oh. Frank, nicht um den Alarm kümmern. Ich hol den Van. Du musst dir den Weg freischießen. Ach so, na dann. Oh. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein. Oh Kacke. Oh nö. Nimm die Munition jetzt raus. Au. Au. Oh, ich bin tot. Wow, das ist gar nicht so einfach, weil das Kabel so kurz ist. Oh. Nicht um den Alarm kümmern. Ich muss immer neu. Du musst dir den Weg freischießen. Ja, ja, ja. Hab ich schon gehört. Ah, es geht nicht. Na, dann nach. Ich bin zu nah dran. Oh nein. Komm schon. Ah, bleib drauf. Ahaha. Oh nein, will ich doch gar nicht. Hehe. Vorsicht. Headshot. Au.
Nimm das doch. Aha. Ach ja, was ist denn mal Schluss hier? Ah, die Uhr. Na komm schon. Ich hab ihn. Oh nein. Komm. Ja. Ich hab ihn, ich hab den Diamanten. Ja, ich hab ihn. Okay, es macht irgendwie ganz viel Spaß, aber das Problem ist halt, wenn man zu weit weg sitzt von der Steuerung, dann funktioniert das nicht mehr so gut. Oder zu nah, ich weiß es nicht. Irgendwas funktioniert auf jeden Fall nicht. Verstehe ich das jetzt richtig? Ihr habt Victor Security ausgeschaltet, Serena geschnappt und seid rausgerannt. Also, gib mir der, bitte. Das Problem. Ich will wissen, wo der Diamant ist. Wenn ich selbst runter muss, steckt ihr beiden richtig in der Scheiße. Besorgt mir die Antworten, Mickey. Frank? Jetzt ist Schluss mit dem Spielchen. Oh, das wollte ich gerade machen. Hey Mann, was eine krasse Nummer. Du hast ja für ein echtes Feuerwerk gesorgt. Du fieses kleines Arschloch. Ja, danke. Ich bin stolz auf dich. So nennen mich meine Freunde immer. Oh. Oh. Hey. Halt ja, wie hast du Durst? Oh. Ja, das würde ich lieber nicht trinken. Glaub mir. Leck mich. Ist echt meine Lieblingskarte. Muss mal wieder ein bisschen. Ja. So. Alles auf mich. Hey, unsere russischen Freunde haben wohl Lust auf eine Aftershow-Party. Wart wo? Oh oh. Wow! Ah! Verdammte Scheiße! Ich mach Bolognese aus dem Arschloch. Ich hab was für dich. Oh. Das Radio ist kaputt. Oh, Mann, musste das sein? Ja, gar nicht. Oh, danke. Oh. Seht ihr das auch? Ich habe hier eine Knarre und Magazine. Ich habe Magazine, Mann. Männergesichter. Oh! Hey, du verschwendest meine Munition! Halt die Schnauze! Männergesichter! Oh oh! Ja, ich kann das, Sister! Oh, die spawnt nach. Das hast du schon gesehen? Die spawnt nach, die Muni. Guck mal. Spawnt alles nach. Ich bin übermächtig. Ha ha!
Boah! Mach sie alle fertig, hast du gesehen? Tschüss! Ja, ich kann's halt, ne? Ah. Oh, scheiße. Das stört ihn gar nicht. Wir haben doch genug. Oh Gott. Ja, Ramin. Penner gesägt. Wow! Achso, ja, mach ich. Hab ich. Wuhuhuhu. Was war das denn? Money ist leer. Was für ein Alarm? Ich mach mal die Warnleuchte an, ja? Da ist doch eine Schwalbe auf der Hand. Er dachte nie, dass wir den Diamanten kriegen. Er dachte, wir wären jetzt schon tot. Serena. Ist lustig, ne? Wir haben Frank. Lass mich mal vor. Geil. Wenn er sie holen kommt, dann werde ich den Miesen so umbringen. Ja. Warum das denn? Ich verstehe es nicht. Ach ja. Unterschlupf in East London, 6.58 Uhr. Ich finde es wie gesagt ein bisschen schade, dass man nicht richtig steuern kann, wenn man zu weit weg oder zu nah ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich das einstellen soll. Ich muss mal das Verlängerungskabel, weil das spannt jetzt schon ziemlich von der VR. Hi. Schwitzt ein bisschen, kann das sein? Was ist jetzt los? Ach komm schon, Frank, geh ans verdammte Telefon. Sorry. Frank kann jetzt nicht ans Handy gehen. Er ist gerade mit ein paar Trotteln beschäftigt, die etwas über seinen Diamanten wissen. Also gib uns etwas Privatsphäre. Wie du vielleicht weißt, steht viel auf dem Spiel. Vor allem für dich, persönlich. Also muss ich mir die Hände dreckig machen? Oder erzählt mir einer von euch, was verdammt nochmal passiert ist? Hey, ruhig, Frank. Ich bin gerade dabei, die Lötlampe anzufeuern. Bist du verrückt? Wir sind nicht im finsteren Mittelalter, Mickey. Oh, Frank. Es wird verdammt finster werden, sobald ich ihn die Scheißaugen ausgebrannt habe. Worauf spielst du an? Los, leg das weg, Mickey. Nein. Nein, Frank. Der Alarm. Dieser verdammte Alarm. French Tony, du räumst auf. Was? French Tony? French Tony war eine verdammte Petze. Und du weißt, was wir mit Petzen machen, Mickey. Versuch gar nicht erst, dich rauszureden, Frank. Ich hab satt, von dir verarscht zu werden. Du hast uns reingelegt. Jetzt bist du dran. Gib mir die Knarre. Nein, nein, nein.
Ich will die Knarre! Was? Ah, ich hab die Knarre! Und jetzt erschießt diesen Idioten! Hör nicht auf ihn! Er ist eine verfluchte Schlange! Töte ihn! Worauf wartest du? Töte ihn! Leck mich, Mann! Verdammte Scheiße! Wenn ich dich nicht so gut kennen würde, würde ich mir langsam echt Sorgen machen! Verdammte Scheiße! Okay. Lass uns hier abhauen! Kostloff ist unterwegs. So ein kleiner Mann und so ein großer Stein. Wow. Er würde seine eigene Mutter dafür töten. Lass die beschissen. Jetzt mal ehrlich. Würden wir doch alle. Schlaf gut, Frank. Bist du für ein Arsch? Ich hätte ihn abknallen sollen, nicht den da. Wow. Oh. Ja, Leute, das war The London Heist. Oh Gott, ist das laut. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte eine Menge Spaß. Es war mal was ganz Neues. Danke fürs Zusehen. Daumen hoch, wenn es gefällt. Und wir sehen uns wieder zu einem anderen VR-Spiel, wenn ihr möchtet. Es ist super geil. Ich feiere das total. Tschüss. Ja, hab abgeschlossen. Alles. Ja, tschüss.